Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Felsbrunn im LS19 Live-Projekt. Mit dem Physi zusammen im Team King Biceps. Hallo. Ich habe keine Fahrzeug-Sounds mehr. Hatte ich vorhin auch nicht. Ich musste einmal raus, wieder reintappen. Escape drücken, meine Entschuldigung. Ja. Ja. Gut, der Kalkstreuer steht schon mal hier. Das heißt, wir machen neue Runde, neues Glück, holen uns den Düngerstreuer. Ach, jetzt habe ich natürlich vergessen, ob wir einen Helfer beschäftigen dürfen oder nicht, zu fragen. Verdammte Axt. So, ja. Die Anhänger sind gleich voll. Schreib's jetzt einfach mal hier rein, ist mir wurscht. Ja. Anhänger voll? Ja, gleich sofort. Also ein bisschen wird noch reinpassen, aber. Boah, Alter, die haben hier zu zweit so volle Kanne zu tun, das Stroh runterzukriegen. Das ist echt nicht normal, ne? Was steht in Regel 4? So, Regel 4. Ich prüf. Ich bin bei Melu, ich frag die mal. Hallo, könnt ihr mir kurz sagen, was in Regel 4 steht? Einen Moment. Einfach mal kurz vorlesen, was in Regel 4 steht. Das wäre super, ey. Da kann ich hier jede weiterarbeiten. Jede Person darf einen Helfer einstellen. Das stimmt so hier nicht. Was, jeder? Jede Person darf einen Helfer einstellen. Jede Person? So steht es ja in den Regeln, die mir geschickt wurde, ja. Ich glaube, da waren dann nicht bekannt, dass wir Teams machen, ne? Also darf jede Person einen Helfer. Jede Gruppierung darf einen Helfer dann einstellen, okay. Also jedes Team darf einen Helfer einstellen. Haben Sie die Regeln? Auch zukommen lassen. Ich hoffe, nee, passt. Vielleicht könnt ihr ja mal fragen, ob das bei allen so bekannt ist, dass es pro Team gilt, nicht, dass er ja einer vielleicht zwei laufen lässt. Oder wir lassen alle jetzt zwei, keine Ahnung. Aber das ist halt, ne? Gut, dankeschön erstmal für die Info. Bitte. Da steht aber, jede Person darf einen Helfer beschäftigen. Sag mal, wenn der leer ist. Ja. Ich bin jetzt leer. Wie passt noch rein? 3000. Das fällt. Tja, die wären es mehr wie 3000 hier, die Bahn, ja, ne? Ja. Wirklich? Ja. Okay, dann fahre ich das mal ab, fix. Ja, warte. Warte mal. Lass mal nochmal abtanken. Ja, warte. Oder fahr mal oben. Genau. Die stehen unten, stehen Drescher, der komplett alles blockiert, den ganzen Verkehr. Alter. Ja, das ist, glaube ich, oben Randy ansetzen, Hans, bitte. Ja. Sonst kann ich nicht abtanken. Ja, ja, ich wollte. So. Ich kriege jetzt nur noch 1400 rein, 1300. Na gut, es geht auf keinen Fall rein. Ich fahre einmal weg. Ja. So, die Frage, wohin? Was haben wir Schönes? Hafer. Bahnstation Mühle. Gar nicht so ungünstig. Ach du Scheiße. Bahnstation Mühle. Gut. Sachte Brauner, sachte. Hier müssen wir schön langsam runterdonnern. So. Die Düngermission ist immer noch offen.
Chrissy, hau doch mal spaßenshalber. Wir haben keinen Traktor mehr, Alter. Wir bräuchten noch einen Traktor. Ja, es ist das. Weißt du, was das Problem ist? Wenn wir immer LUler beschäftigen wollen und das mit eigenen Geräten, dann brauchen wir 4 Traktoren. Das ist wohl wahr. Weißt du wie? Ja, klar. Sonst können wir ja nichts machen. Ja. Dann brauchen wir wirklich 4 Traktoren. Du könntest jetzt zum Beispiel den Drescher als Helfer laufen lassen und könntest ansehen, wenn du noch einen Traktor hättest. Stimmt. Wir haben noch 250.000 Kredit. Dann haben wir 340.000 auf der Kralle noch. Plus das, was ich jetzt verkaufe und so weiter und so fort. Kannst du mal gucken, was Parzelle 22 kostet? Ja. Ich glaube, die lag bei 400.000. Ja, 400, 3.000. Und die 21? Was kostet die 11? 192.000. 192.000. Hm. Vierter Traktor oder nicht? Das Problem ist, was machen wir, wenn wir dann die Felder fertig haben? Also, wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen Ackerfläche, Alter. Wir brauchen Ackerfläche ohne Ende. Ja. Ich glaube, dass wir damit hier einfach den meisten Gewinn machen. Wir sollten uns überlegen, ob wir vielleicht auch auf Silage ein bisschen gehen. Aber Fakt ist eins, Sojabohnen können wir hier direkt anpflanzen, das steht schon mal fest. Hätte ich auch gesagt, ja. Obwohl halt das Stroh auch eine Menge Geld bringt, ne? Also auf die Masse gesehen. Ja. Wir haben jetzt einmal 2 Ladewagen. Oh, ich hoffe, dass Zuschauer, ey, ich schreibe da wirklich mal in die Kommentare, was da am besten ist, ey. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, ey. Man will so optimal, wie es überhaupt geht, planen, aber es ist wirklich schwer. Wieso kann ich hier nicht abkippen? Bahnstation Mühle. Moment. Die Bahnstation Mühle, ist das mit der. Kannst du da nur mit der Bahn abkippen? Nee. Ich kann ja aber nicht abkippen. Vom falschen Ding. Hier gibt's noch eins. Jetzt? Nee, hier müsst ihr abkippen können. Ja, klar. Warte mal, jetzt kann ich abkippen. Lol. Ich kann den ersten nicht abkippen. Ach moin. Der wird ihn. Musst du seitlich dann? Warte mal, ja. Abkippseite hinten, ja. Sorry. Gut, kannst. Passt. Okay, waren schon mal 15.000. Ne, 14.5. Baby. Und 15.3. 30.000 gemacht. Schon mal 30.000 gemacht. Sehr gut. Warte mal, gibt's hier Schleichwege? Jetzt könnten wir uns Parzelle 11 leisten. Dürfen wir das denn jetzt schon kaufen ohne Bürgermeister? Nee. Ich glaube, Parzellen kaufen. Ich glaube, Parzellen kaufen nur noch dann, wenn der Bürgermeister da ist. Alles, was über den Stadtparzellen. Also, ich würde es erstmal lassen. Bist du fertig mit dem Feld? Ich bin fertig jetzt. Müsste abgetankt werden, damit ich das nächste anfangen kann. Ja. Kannst du mal bitte gucken, ob das Feld gekackt. Ja, ich guck mal. Guck mal, ob es gekackt, ob es voll gekackt werden muss. Oh. Sünd und Kraut. Nee. Muss nicht gekalkt werden. Nein, nein. Mensch, ey. Was macht man? Noch ein Drescher? Kein Drescher?
Du ganz ehrlich, kauf einen Traktor. Ich könnte jetzt in der Zeit schon anfangen mit ansehen. Kauf, komm, kauf. Ohne Scheiß, meine ich ernst. Trecker, das wird uns nur helfen. Kauf doch nochmal den Fendt. Den Case, wenn dann, oder? Case, ja. Wenn, dann bräuchte ich nochmal was mit Leistung für die Sämaschine. Oh, das stimmt. Ja, hast recht. Ja, ja, ja. Case, Valtra, Fiat. Ah, kauf den Fiat. Brauchen wir denn den Case? Warte mal, ja. Ich hab schon mit Radgewichten hinten. Ja. Ich den eben abholen. Mach mal den Kredit bitte. Ja. Hoffentlich verkalkulieren wir uns nicht. Kann ich nicht. Kann ich wohl. So, Geld kommt. So, alles mehr geht nicht. Okay, ich kauf. Ja, kauf. Nochmal volle Motorisierung, Alter. Bring mal bitte den Flüssigdünger gleich mit. Ja. Bring mal bitte den Flüssigdünger gleich mit. Voll, bitte. Aber mit Dünger, nicht mit Pestiziden. Der Dünger, der hier steht, ist das unser? Ja, ja. Da hast du dich aber ein bisschen verkauft. Warum? Ja, weil das hier für Flüssigdünger ist. Du hast Mineraldünger gekauft. Nee, nee, Flüssigdünger muss da stehen. Nee. Doch? Nee, hier steht nur Kalk, Tino. Nee, hab ich ja nicht gekauft. Da muss noch ein anderer stehen. Randy hat hier gerade ein Fass und hat irgendwas gemacht. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt da was aufgefüllt hat. Also pass auf, ich hab gekauft den Hardy Mega 2200 für 35.000. Der Hardy Mega 2200. Den habe ich gekauft. Den habe ich. Ja, naja. Wo ist das Problem? Ja, ich muss ja Dünger laden. Ja, dann kauf doch Flüssigdünger und lad. Ach, ich habe gedacht, du hast schon Dünger gekauft. Nein, du sollst noch Flüssigdünger kaufen und aufladen. Ja, alles, die ganze Rotze, die Package, die dort rumstehen, ist alles nicht unseres. Ach so, alles klar. Ja, ja. Ist das Rohr draußen vom Drescher? Ja, habe ich. Gut, ich komme jetzt hier gerade, dann lass ihn bitte mal auf Feld 12 den Helfer ernten. Dass es mit dem Stroh durchgehend weitergeht. Und wenn du mit dem Dings hier... Nee, warte mal, das mit dem Helfer stelle ich eigentlich selber ein, fahr den erstmal zurück, dann kriegst du von mir den Fendt. Scheiße. Was los? Ja, ich habe zwei Düngerpackages gekauft, eins ist noch halb voll. Ach so, ja, ist ja wurscht. Ja moin, wir hatten das hier hingestellt. Gut. Soll ich direkt die Felder düngen oder was? Ja, einmal düngen bitte, ja. Die haben die Mission. Die haben eine Mission angenommen und haben sie wieder weg? Lol. Das ist ja krass. So, ich lasse ihn jetzt hier enden. Perfekt. Wie sie einmal Dreckertausch, also fahrst mal weiter, ich komme mit dem Drecker.
So. Okay. Hallo, guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ja. Haben Sie vielleicht Ballen zu verkaufen? Loses Stroh. Loses Stroh. Was kostet das bei Ihnen? Muss ich kurz prüfen. Moment. Um wie viel handelt es sich? Ich gehe aus dem Treckhaus, da kann ich weitermachen. Das ist eine wunderbare Frage. Ich würde da gleich nochmal was in unseren allgemeinen Sprachchat schreiben, wo wir da nochmal uns drüber einigen können. Genau, genau. Also ist ein bisschen abhängig von der Menge, aber prinzipiell kein Problem. Okay, super. Dankeschön. Jo. Später. Tschüss. So, na schauen wir mal. Achso, die Sämaschine steht da vorne, sehe ich gerade. Gut. Okay, das heißt, die gehen auf Tiere. Meinst du? Ja, der will los, ist Stroh kaufen. Der will Stroh kaufen, natürlich gehen die auf Tiere. Was sehen wir an? Soja. Mach mal ein Feld Soja. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir schön Soja drauf. Haben aber nichts anderes, ne? Was meinst du mit nichts anderes? Na, kein Stroh, nix. Ja, das ist... Aber können wir ja oben das Feld noch machen. Ja. Alter. 261 PS, Rapid, 6 Meter Sämaschine dran, 18 km/h, läuft. Das läuft. Das läuft. Drescher fährt? Drescher fährt. Oh, fährt, Junge, ja. Zwei Lohner, Helfer und wir zwei voll beschäftigt. Soll mal einer sagen, das wäre nicht effektiv. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Aber ganz ehrlich, wenn das ganze Projekt so durchgeht, das werde ich kreislauftechnisch nicht schaffen. Du musst da durch, Tino. Ja, es gibt keine Pause oder so. Nee, ich merke das schon hier. Donnerstag wird in Zukunft der schlimmste Tag werden, ey. Okay, das mit dem Stroh hat sich bestimmt erledigt, nehme ich an. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich vermute mal, dass loses Stroh nicht viel bringen wird. Also ihnen nicht viel bringen wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder er fragt jetzt gerade, er ist jetzt beim LU. Kann auch sein, er fragt dort nach. Gut, das LU hat ja noch nichts, ne? Die müssten, glaube ich, dann auch was machen. Und ich glaube, die werden auch nicht so richtig dazu kommen. Aber gut, es sind 8 Lohner drauf. 4 sind, glaube ich, beschäftigt. Ich weiß nicht, ob Ansgar und Randy schon welche beschäftigt haben. Tino? Ja? Wir haben mal was im Raum. Was hältst du davon, wenn wir Feld 11 noch kaufen? Die Kohle hätten wir. Ja, wie gesagt, wird erst mit dem Bürgermeister nach der Bürgermeisterwahl gehen. Ja, sonst, klar, also ich bin auf jeden Fall auch für Ackerfläche. Wir haben aktuell definitiv die Geräte, das Know-how. Das ist mein erstes japanisches Wort, was ich gelernt habe. Know-how. und die finanziellen Mittel hier richtig gut zu bewirtschaften. Also wir können auch mit der Sämaschine hier, mit dem großen Traktor, es ist halt einfach mit 261 PS für 140.000, den gibt es nicht nochmal. 5.000 Stroh? 5.000? Das machen wir nicht. Ja, machen wir nicht. Na, das ist zu wenig. Er sagt, er soll einen ganzen Ladewagen abnehmen. Leider nur ganze Ladewagen. Einer. 21.000 Liter. Preis. Wir kriegen 1,6 für einen, ne? Ja. 2.500. Ich denke, die 2,5, die werden sie. Das wird nicht, das ist zu billig, glaube ich. Aber hat das denn nichts zu tun? Weiß ich nicht.
Der Big Mac hier mit seinem Pferd, dann ja. Der Philipp mit seinem Pferd. Okay, das war's schon wieder. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, lasst das Däumchen da, schaut bei den anderen vorbei. Das, was Flo geschrieben hat, war natürlich gerade sehr schlau. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss. Tschüss.